Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Roblox. Und zwar, wir spielen heute mal wieder Piggy und wir sind in Chapter 1. Ganz, ganz klassisch. Mal gucken, ob wir es mal wieder schaffen zu entkommen. Aber ich bin optimistisch. So, hier liegt erstmal nichts. So, hier ist der lilane Schlüssel. Mal gucken, was hier draußen ist. Aber der lilane Schlüssel war unten in dem Ding drin, soweit ich weiß. Da dieser Geheimgang ist. Ich glaube nämlich, da ist die Waffe drin. So, gucken wir mal hier. Hier liegt nichts. Schade. Wir müssen sowieso, glaube ich, erstmal den grünen Schlüssel finden. So, dann laufen wir mal nach hier hin. Hier ist das Zahnrad. Genau, wir brauchen erstmal den grünen Schlüssel. Hallo, schönen guten Tag. Wo seid ihr alle? Und wo ist der grüne Schlüssel? So, hier unten ist er nicht. Hier ist nichts. Oh, okay, 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 okay. Hier muss ich ganz schnell wieder raus, denn hier ist überhaupt gar nichts. So, dann gehen wir mal ganz schnell hoch. Mal gucken, wo Piggy ist. Ich höre Piggy, aber ich sehe Piggy nicht. Wo könnte sie bloß sein? Ich glaube, irgendwo da vorne am Anfang. Vielleicht bewacht sie auch den Schlüssel. Das könnte auf jeden Fall gut möglich sein. So, hier ist aber nichts. Ah, Piggy. So, ganz schnell den Schlüssel gesneakt. Okay, okay, wir müssen abhauen. Der hat das Mausrad. Ich sag die ganze Zeit das Mausrad, aber es ist ja eigentlich das Zahnrad. So, dann gehen wir mal ganz schnell. Okay, 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 Piggy hat nochmal jemanden geholt. Es wird immer, immer weniger. So, ich gehe mal ganz schnell hoch. Ich habe nämlich den roten Schlüssel. Piggy, wo bist du? Auf jeden Fall nicht bei mir. Das ist schon mal ganz gut. So, den roten Schlüssel. Nehmen wir mal das Holzbrett. Legen das schon mal hin. Dann den können wir schon mal mitnehmen. Ich glaube, dann können wir nämlich direkt hier reingehen. Das aktivieren. Oh yeah. Hier ist der goldene Schlüssel. Den brauchen wir für den Zahlencode. Okay. So, was haben wir hier noch? Nur noch den roten und den hellblauen. Ich glaube, den hellblauen brauchen wir unten für den Keller. Wir gehen erstmal runter. Machen das hier mit den Zahlendings. So, das einmal hier hin. Dann gehen wir ganz schnell wieder hoch. Schnell hoch, 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 hoch. Renn, Piggy, hinter mir. So, ganz schnell hoch. Lass mich weg, lass mich weg. So, lass mich hier durch. Schnapp den orangenen Schlüssel. Okay, hat sich den nicht geschnappt, aber nicht schlimm. So, hier jetzt ganz schnell runter. Machen wir hier mal die Tür zu. Und dann springen wir einfach in den Keller. So, hellblau kommt nämlich, glaube ich, die eine Tür direkt. Oh nein. Oh nein. Oh. Das war so super duper knapp. Genau, hellblau ist nämlich draußen. So. Dann können wir das hier schnell aufmachen. Okay, hier ist nichts drin. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass Piggy hinter keiner Ecke steht. Und uns tötet. So, dann gehen wir hier ganz schnell hoch. Ich glaube nämlich der... Okay, den hellblauen haben wir jetzt. Den goldenen brauchen wir noch von unten. So, erstmal das hier haben wir alles. Sehr gut. Dann liegt hier nämlich noch der goldene Schlüssel. Den nehmen wir auch mit. So, dann haben wir den goldenen Schlüssel schon mal für den Zahlencode. Und dann nur noch den orangenen Schlüssel für ganz unten. Ich würde sogar sagen, den nehmen wir als erstes. Wow. Da der nämlich... dann können wir nämlich in den Keller gehen. Und da sind wir ein bisschen sicherer zumindest. Zwar nicht wirklich sicher, aber zumindest ein bisschen sicherer. So, dann hier. Mach die Tür auf, danke. Danke, 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 danke. Okay. So, jetzt haben wir erstmal den Hammer mitgenommen, sehr gut. Dann machen wir nämlich hier unten das auf. Dann gehen wir hier hin, machen das weg. Supi. Und dann gehen wir runter und holen das Zahnrad, beziehungsweise das Mausrad. So. Und dann haben wir, glaube ich, so gut wie alles. Da müssen wir nur noch einmal den goldenen Schlüssel holen. Wow. Piggy, geh los weg. Okay, super. Das haben wir auch schon mal geschafft. Hier sind noch überall Zettel.
Ah, man kann die Zettel einsammeln, das wusste ich gar nicht. Die habe ich auch noch nie vorher eingesammelt. So, das stecken wir dann hier rein. Okay, eins brauchen wir noch. Wo könnte das sein? Ich glaube, das habe ich vorhin irgendwo hier gesehen. So, genau, hier ist es. Sehr gut. So, jetzt haben wir das auch noch. Danach brauchen wir nur noch den goldenen Schlüssel. So, den haben wir. Dann machen wir hier gleich... Okay, da vorne ist Piggy. So, dann laufen wir so. Und dann gehen wir nach ganz oben. Und dann holen wir den goldenen Schlüssel. Und dann sind wir hier aber sowas von weg. Okay, sehr, sehr gut. Dass wir es auch direkt beim ersten Mal so cool geschafft haben. So, das haben wir. Dann, wo war jetzt nochmal der goldene Schlüssel? Ich glaube, den habe ich hier vorne hingelegt, oder? Ja, sehr gut. So, dann schnappe ich mir den und ich laufe aber jetzt ganz vorsichtig runter, weil ich habe ein bisschen Angst, dass Piggy an irgendeinem Fallweg wartet. Deswegen machen wir das lieber vorsichtig und gehen die ganz easy die Treppen runter. So, dann haben wir nämlich das. Uah. Okay, jetzt müssen wir irgendwie einen Bogen laufen, dass Piggy uns nicht bekommt. Okay. So, und jetzt müssen wir noch ganz kurz Piggy ärgern. Piggy, wo bist du? Hallo? Ich würde dich doch ganz gern ärgern. Genau, da ist nämlich der Schlüssel, um Piggy zu ärgern. So, dann holen wir hier unten die Waffe. Da ist nämlich auch direkt Munition nehmen, so. Dann zack. Und dann können wir auch schon direkt abhauen. So, Piggy, wo bist du? Ich suche dich. Jetzt drehen wir den Spieß nämlich einfach mal um. Jetzt sind wir nämlich hier am Piggy jagen. Ha! Okay, ich hoffe nur, dass meine Falle... Wuhu! Und damit sind wir raus. Damit haben wir jetzt auch erstmal Piggy. Guck mal, die steht da immer noch und kann sich einfach nicht bewegen. Wir sind entkommen, beziehungsweise du bist entkommen. Sehr, sehr, sehr cool. Also genau, das war auf jeden Fall mal Chapter 1 wieder. Es gibt auch so viele neue Sachen. Das haben wir ja neulich schon mal angeguckt. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ins Menü und gucken uns das an. Ich will jetzt mal ganz kurz hier mal durchgehen. Genau, da sind, glaube ich, keine neuen Skins, aber hier bei den Extra-Skins habe ich gesehen. Ne, wo war es? Bei Buch 2, glaube ich. Genau, hier gibt es so viele coole neue Skins. Die müssen wir eigentlich alle mal kaufen. Auch der hier zum Beispiel. Der sieht richtig, richtig cool aus. Oder die Zwillinge, wo man einfach mit zwei Leuten läuft. Also ich bin auf jeden Fall super, super gespannt, was hier noch alles kommt. Vielen, vielen, vielen lieben Dank erstmal fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.